mal dazu kommen würden. Har, har, har. Oh ja, Imba. Die haben so eine komische Ausstreckglanze. Bam, stirb. Bam, stirb. Oh. Vielleicht sollte ich auch Schaden machen, wenn ich mich treffen lasse. Jetzt stirb. Ja. Das ist der Cheater Way. The Way of the Cheater. Stirb. Wow, ein Crit. Jetzt vielleicht einen Einser gesehen. Boah, zwei. Tot. So. Nein, der Kristall will ich haben. Guck ihr einen Kristall. Yay. Bin ich da gekommen? Ich glaube schon, oder? Ja. Ah, wir sind ja schon oben. Sag's halt gleich. Wenn das so ist. Sind wir ja schon am Ende des ersten Turmes. Und ja, zu jedem Turm gibt es natürlich einen Boss. Imbalance Boss. Ja, komm. Sahne, Typ, Sahne. Probier's mal mit Sahne. Jetzt habe ich nicht mehr viel AP. Wow. Also ich spiele das Spiel ohne Save States. Ja. Oh, Level Up. Level 3 erreicht. Kein Plan, stellt um 6. Ah, Anti-Bakaliki-Kuku. So ähnlich halt. Level 3 schon. So, da ist unser sozusagen Boss. Nicht wirklich Boss im ersten Turm. Da kommt noch was schön Simples. Hier ist, glaube ich, nichts. Nein. Und los geht's. Okay, du stehst kurz vor deiner Vollendung deiner ersten Prüfung. Alle Kreaturen in den Türmen sind Geschöpfe des Bösen, doch manche besitzen seine Seele. Erlöse sie von ihrem Schicksal. Der Wächter beschwört Dämonen. Also nicht schwer, wirklich. Das sind keine Bosse, das sind einfach nur so besondere Viecher. Bam. Bam. Mein Geld. Bam. Tod alle und weiter geht's. Die Stimme des Wächters ertönt. Das Leben ist auf dem Weg, zur Welt zurückzukehren. Die Erde befindet sich kurz vor der Errettung. Cookie, diese Tür ist die Pforte zu neuem Leben. Tritt ein! Good job. Und in die Schlucht runter. Bam. Und jetzt kommt irgendwas Komisches. Ultimate Planet. Yay. Spannend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das dauert so lange. Das geht nicht. Schneller. Und wir entdecken einen Kontinent. Wir müssen irgendwie so Kontinente entdecken. Weil das hat man in dem Intro gesehen. Ich wollte es wegmachen. Habe ich auch noch nicht. Und jetzt werdet ihr sehen, was für ein Kontinent das ist. Ich weiß nicht, ob man das schon in der Form erkennt. Sieht einfach nur wie so ein Blob aus. Blob. Und Sternenhimmel. Es ist der Himalaya. Nein, ist er nicht, aber das interessiert mich nicht. Toll. Der Berg war jetzt schön. Bam. Ein neuer Kontinent wurde entdeckt und es ist. Bam. Genau. Wie nicht anders erwartet, ist es Eurasien. Aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Yay.
Wir freuen uns. Und jetzt werden ein paar wieder aus dem Eis befreit. Space Fighters. Okay. Die Weberin, Melina und die Old Oma. Weberhaus, glaube ich. So. Bevor ich jetzt den zweiten Turm mache, gehe ich zurück. Safe und mache dann morgen weiter. Yay. Jump. Okay. Dann gehen wir in mein Haus. Haha, du bist noch eingefroren, würde mich stinken. Haha, ja auch. Ich bin nicht eingefroren, ich bin Gott. Haha, ja auch. Du schaust in die falsche Richtung ab. Und. Oder warte mal, bevor ich. Schlaf erstmal eine Runde. Leben restoren. Go. Cookie. Und gespeichert. Und damit, meine Freunde, werde ich mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen und bis dann. So, da wären wir auch wieder. Jetzt muss ich das jetzt wieder zum Haus. So. Ich hoffe, die Maus ist jetzt außerhalb des Bildschirmes und ich habe jetzt mal ein paar Videos bei mir mal wieder angeschaut und gemerkt, dass immer dieses komische Störgeräusch ist. Also, was heißt Störgeräusch? Ist halt, wenn ich rede, da kommt halt Luft aus meinem Mund. Klingt komisch, ist aber so. Und es ist halt ziemlich nervig, immer dieses. Und jetzt habe ich mal versucht, mein Mikrofon ein bisschen seitlich zu halten. Es könnte sein, ich bin jetzt ein bisschen leiser. Aber schauen wir mal, wie es damit klappt. Und genau, dann wenden wir uns gleich wieder zu Terranigma zu. Nein, da wollte ich jetzt nicht rein. Also den Turm haben wir jetzt schon gemacht. Gestern, letztes Spiel. Dann begeben wir uns zum zweiten Turm. Und schauen mal, was man da machen kann. Ist das jetzt der zweite Turm oder schon der dritte? Jetzt gehst du darüber? Hallo? Geht doch. Das ist Turm 2. Wir sind richtig. Geh auf Tor. So. Damit heute wird ein Tor, zweite Tor. Und den kenne ich auch schon. Da habe ich ein bisschen länger gebraucht, als ich das getestet habe, das Spiel. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen lauter reden. Aber egal, das kriegen wir schon alles hin. Was anfangs ein wenig verwirrend war. Mein Kristall. Jetzt sammeln wir ihn noch auf. So. Cookie hat einen Kristall. Gut. Gut gemacht, Cookie. So. Geld einsammeln. Boah, Crit. Weggebasht. Oh, die Seele einsammeln. Uns noch 30 Taler und Seele. Betrachte die Statuen und die Juwelen in ihrer Stirn. Genau. Das habe ich mir gedacht. Ja, mein Gott. Schauen wir mal. Hier, die meisten Statuen haben grüne Juwelen an der Stirn. Und hier ist einer mit dem roten. Da habe ich alles ausprobiert gehabt. Wirklich alles. Ich habe versucht, so zu schieben. So, hab dann ewig gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, dass ich so schieben muss. So. Tada! Das können wir auf der anderen Seite auch. So. Gehen wir hoch und sehen Monster. Alle zum Schnetzeln. Und ein Hexenmeister. Der auch schon tot ist. Nein, ich will diese Kiste. So. Guck, er hält halt Knolle. Warte mal, das ist Blocken. Okay. Alles klar. Aktivieren wir das. Hier runter. Muss ich, glaube ich, gar nicht lang. So, weggebasht. Face. Ja, genau. Kann ich noch nicht lang. Muss ich erst wieder zurück. Und in den anderen Eingang. Alle mal so da. Erfahrung holen. Ja, komm. Freundchen. So nicht.
schon mal lustig gemacht, wenn man in eine Wand läuft oder so. Und man kann doch nur puff, 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 puff. Wie kommst du vor, dass in diesem Spiel. Ja, fuckel mich, Wichser. Dass dieses Spiel diesmal die mir viel mehr Geld geben. Weil als letztes gespielt habe, hatte ich kaum Geld. Also, was heißt kaum Geld? Ich habe kaum was gekauft, aber. Was sagst du mir? Goldene Schalter, was werden sie auslösen? Gute Frage. Das werden wir gleich sehen. Ja, mit Geld haben die mir kaum Geld gegeben. So, goldene Schalter ist das Tor unten aufgegangen. Hier lang. Töten wir jetzt nicht nochmal. Jetzt sind wir ein paar auf dem Weg. So. Gehen wir hier rein. Dich töten wir. Und natürlich den Hexenmeister. Der Magier starrt dich böse und nichts geschieht. Gut gemacht. Ja, da kannst du nichts dagegen machen hier. Gegen meine Combo-Attacke. So, da müssen wir jetzt runter. So. So. So und so. Tada! Wie eine Chestro. Dann gehen wir hier lang. Upsala. Tot. Ist hier ein Schalter. Kann man das da runterschieben? Bam, den kaputt machen, den kaputt machen. Schalter aktivieren und den töten. So. Falls ihr euch fragt, nein, ich kann hier nicht runterspringen. Aua. Kritisch. Bam. Töten wir das Vieh da hinten. Auch. Ja, Level up. Wir sind Level 4. Und unser kein Plan hat sich um 8 erhöht. Super Talent um 1 und Anti-Blockier-Wehr um 1 und Good Luck. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich alles wie Kraftpunkte und Abwehr und Glück und die Sachen halt so. Ihr versteht nur. So, jetzt müsste sich der Weg da geöffnet haben. Tada! Und da gehen wir gleich rein. Und was erwartet uns? Mehr Statuen als zuvor. Jai. Die Freude ist groß, sagte der Mann im Kloß. So, da können wir noch nicht lang. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Cool. Töten. Geld. Töten. Töten. Kein Geld. Oh. Töten. Geld und ein Kristall. Guck, Geld, ein Kristall und hier ist noch ein Ding. So. Das war der richtige. Oder doch nicht? Ich weiß es gerade nicht. Scheint nicht. So, komm her. Ihr habt keine Chance zu überleben. Bam, bam, tot. Gar nichts. Was? Das ist nicht offen? Sollte sich aber eigentlich öffnen. Kann ich noch weiterschieben? Nein, in die andere Richtung. Nicht? Und da lang? Hä? Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Warte mal, vielleicht habe ich da was übersehen. Schauen wir mal. Oh, One Hit. So. Nobody will survive. Schauen wir mal. Nee, 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 das muss schon stimmen hier. Irgendwas habe ich übersehen. Fick
dich.